Und damit, yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe natürlich, euch geht's allen gut. Ich befinde mich hier gerade in Rotterdam. Wir sind hier gerade angekommen mit dem Fahrrad, machen eine Fahrradtour. Wir sind jetzt schon quer durch Holland gefahren, sind jetzt hier ja auch endlich mal angekommen am Hafen bzw. am Meer. Seit 4 Tagen unterwegs. Morgen geht's dann noch weiter nach Großbritannien. Da werden wir dann bis nach London fahren. Aber ich stehe jetzt gerade hier und habe dieses Video angefangen, weil ihr seht schon im Hintergrund ist dieses große Riesenschiff. Und ich habe das durch Zufall auf Booking gefunden und mir gedacht, ey, wenn ich jetzt schon auf so ein Schiff gehe, das ist halt mit einem Hotel, wir haben da ein nices Zimmer, muss ich da doch einen vernünftigen Vlog drüber machen. Deswegen machen wir das heute. 120 Euro die Nacht hat es gekostet und wir gehen da jetzt einfach mal rein und gucken, wie das aussieht. Viel Spaß mit dem Video und checkt auf jeden Fall auch sonst das Video auf dem Hauptkanal ab. Das ist nämlich auch cool geworden. Oder das sind insgesamt 2 Videos, 2 Vlogs von der Fahrradtour. Das ist Luis. Mein Kollege, der ist tatkräftig dabei. Jetzt haben wir uns ja auch hier ein vernünftiges Hotel verdient. Wir gehen jetzt erstmal rein. Also das Wetter könnte wirklich besser sein. Es ist so nebelig und so ekliger Nieselregen. Aber ich glaube, das da ist der Eingang. Hier so eine neue Kamera. Kann die auch zoomen? Oh, yo. Hoppa. Eingang. Ja, ja, wir müssen jetzt erstmal durch den Escape Room. Hier haben wir's. Der Geheimen van der Kapitän SS Rotterdam. Bei Westcourt. Ach so, okay. Ja, das Hotel ist also von Westcourt. Ist eine Kette, glaube ich. Ach hier, der Escape Room ist wahrscheinlich oben. Aha, und hier ist der Eingang mit rotem Teppich. Und jetzt kommen schön die beiden Fahrradfahrer hier rein. Hallo. Hi. Welcome. Hotel? Oh. Yes. Oh, nice. Yeah, very nice here. It's amazing. It's amazing. You go up here to the main deck. Okay. And on the left side reception. All right. Thank you. Ahoy. Ahoi! Boarding Platform. So. Hotelrezeption Deck M. Hier. M. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Ich weiß nicht genau, ob wir eine Indoor- oder Outdoor-Kabine haben. Weißt du? Ja, ob wir Fenster haben. Ich weiß es nicht genau. Ich habe einfach während der Fahrradfahrt gebucht. Ist schon geil, ne? Ey, da ist auch eine Bar. Guck mal, hier können wir gleich was trinken. So, ich glaube, wir müssen hier runter. Habe ich meinen Helm auf? Dein Helm? Ja, hast du auch. So, eingecheckt. Jetzt gucken wir uns mal die Zimmer an. A71. So, hier steht's. Hotelrooms A44 bis A90. Und ich habe halt wirklich keine Ahnung, ob wir eine Innen- oder Außenkabine haben. Ich habe es einfach auf dem Fahrrad irgendwas gebucht. Natürlich immer dann das Angebot, was mir da direkt vorgeschlagen wird. Innenkabine wäre schon nicht so geil, aber wahrscheinlich wird es so eine sein. Hat die gesagt? Ja. Okay. Titanic. Ja. Ich habe nur Filme gesehen bis jetzt, wo es so aussieht. Also es ist ja echt ein Labyrinth. Ja, und jetzt? Ich denke da. Ne, 59. Digga. Was steht da denn für eine Nummer? 61? Wo? Da eine, ja, steht noch 61, oder? Ja, 63. Ah ja, hast recht. Ja, okay, das ist doch die Innenkabine geworden. Theoretisch könnte ich fragen, ob die noch eine andere frei haben, dann würde ich halt ein bisschen mehr bezahlen. Gucken wir uns die doch erstmal an. Ah, die Betten sind da super. Ja, sehr bequem. Aha, Fernseher mit bei. Das bin ich. Ja, und was haben wir hier noch? Duze. Zack, zack. Sieht auch nicht schlecht aus. Wichtiges gefunden. Minibar. Oh, Wasser, nur Wasser. Nein. Aber immerhin Wasser. Ja. Kann ich jetzt auch gebrauchen. Gesund. Hier haben wir noch Kaffee. Und sonst war es das eigentlich. Ich guck mal kurz nach, was ein Upgrade kosten würde und vielleicht, ich hätte auch lieber ein Fenster, aber an sich ist mir auch egal. Wir können ja auch mal das Boot erkunden hier. Ja, können ja auch Versteckenfangen spielen. Können wir auch. Und es gibt hier an Bord auch einige Bars und Restaurants, glaube ich. Können wir was trinken gehen. Ja. Haben wir uns auch verdient nach dem langen Tag heute. Und dann schauen wir uns natürlich später die Stadt an. So, hier könnt ihr übrigens auch nochmal das Schiff sehen, als es im Einsatz war. Und das ist auch schon spannend. Hier steckt ja richtige Historie hinter. Ich sag ja auch eigentlich immer, wenn es um Kultur oder Geschichte geht, ja, juckt mich jetzt gerade nicht so, muss ich jetzt nicht im Video irgendwas zu erzählen. Aber gerade finde ich es doch sehr spannend. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich älter werde. Hier haben wir auch nochmal die Rotterdam. Das Schiff hieß einfach die Rotterdam. Auf dem Bild fuhr das nämlich eventuell gerade Hotel Kingston. Ich erzähle euch jetzt was. Kennt ihr das, wenn ihr in der Schule zum Beispiel irgendwas lesen musstet? Und meistens war bei mir genauso, es hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber manchmal gab es Themen, die haben einen interessiert und die konnte man sich dann auch automatisch, weil sie einen interessiert haben, merken. Ich habe mir jetzt ein paar Infos zu dem Schiff durchgelesen und versuche euch das jetzt bestmöglich wiederzugeben, weil es hat mich halt wirklich interessiert. Also dieses Schiff wurde 1959 zur ersten Jungfernfahrt nach New York geschickt. Hier von Rotterdam aus nach New York.
Es ist auch das größte jemals hier in den Niederlanden von einer niederländischen Werft gebaute Passagierschiff mit über 200, okay, das gucke ich jetzt mal kurz nach, ich will da jetzt auch keine falschen, 228,20 Meter ist das Ding lang, 28,70 Meter breit. Genau, ab 1959 auf der ersten Fahrt war übrigens auch Kronprinzessin Beatrice oder so hieß sie dabei. Und dann ging es erst einmal nach Le Havre, liegt am Atlantik in Frankreich, meine ich, und von dort aus dann nach New York und dann wieder zurück. Und so hat das dann halt immer Holland, Niederlande, Frankreich, Amerika mitgenommen. Ging dann 12 Jahre gut, dann kam immer mehr Luftverkehr und die meisten Leute sind halt mit Flugzeugen gependelt oder haben für den Transport nicht mehr das Schiff genommen, sondern einfach das Flugzeug. Und dann wurde das Schiff einfach generell für komplette Ozeanüberquerungen weltweit eingesetzt. Wie heute halt Kreuzfahrtschiffe. Irgendwann hat eine amerikanische Werft das Ding nochmal gekauft. Dann ging es, meine ich, zur 2000er-Wende wieder zurück zu niederländischem Besitz. Wurde dann in Deutschland sogar restauriert. Hier war ganz viel Asbest im Schiff und steht halt hier im Hafen von Rotterdam als letzte Ruhestätte. Also das Ding ist 65 Jahre alt und man muss sich auch mal vor Augen halten, was hier alles geschichtlich schon, also ja, was hier alles schon passiert ist. Auch in diesem Zimmer, was hier für Leute, wie viele Leute hier schon geschlafen haben, finde ich schon sehr, sehr interessant. Kurz noch geduscht, jetzt geht's bisschen Schiff erkunden. Luis sitzt schon an der Bar. Die Dusche war auf jeden Fall recht erholsam, kommt auch viel Wasser raus. Das ist ganz gut, also bis jetzt echt top Eindruck hier vom Hotel. Ich habe auch schon ein paar Mal so in so Indoor-Räumen in Hotels gepennt, irgendwie mit Freunden, damit wir es möglichst günstig haben. Und da war die Luft immer so richtig eklig. Ich muss sagen, also man merkt gar nicht, dass hier kein Fenster drin ist. Ich hoffe mal, Luis hat eine Karte. Main Staircase. Ah, schaut mal hier, also für die ganz luxuriösen Reisen ist hier auch was dabei. 4 auf 5 Gänge-Menü im Clubroom mit Weinbegleitung oder sowas. Aha, da sind wir doch wieder. Also es ist echt nice. Wie Titanic. Also ich erinnere mich immer an den Film. Habe ich so mit 10 das erste Mal geguckt. Na? Na? Oh, ist das für mich? Das ist für dich, ja. Oh, geil. Hier kann man übrigens sehen, wo sich was befindet. Wir haben das Sonnendeck, Bootsdeck, Upper Deck, Promenadendeck. Wir sind gerade hier auf dem Main Deck. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Sky Room, Smoking Room. Nichts für mich, aber klingt interessant. Aber das hier unten ist die Hauptbar. Wir haben auch gerade was zu essen bestellt. Lecker. Wir haben jetzt so eine kleine holländische Snackplatte bestellt. Womit willst du anfangen? Das hier sind Käsebau. Käsebau? Käsebau. Hi, du mal Bier und du Jägermeister, please. Sure. Aber das haben die Seeleute ja früher auch schon immer auf den Booten gemacht, die haben einfach gesoffen. Ja. Das willst du aber sonst machen den ganzen Tag. So, kurz noch auf Klo gewesen hier unten. Jetzt ist das das erste Mal, dass ich hier rausgucken kann aus dem Schiff. Die Sonne geht gleich unter. Ja. Sieht doch ganz nett aus. Aber jetzt erkunden wir noch kurz die anderen Stockwerke. Let's go. Schauen wir mal, was hier noch so kommt. Ah, hier ist eine Raucherlounge. Abgeschlossen. Kann man hier durchgucken, ja. Ach, guck mal, das war ganz früher noch getrennt bestimmt. Da durften die Frauen nur hier reingehen und die Männer da rein, ne? Oder? Aber das ist Queen's Lounge. Hast du nicht Man's Lounge gesagt? Ja, aber ich hab mich verlesen. Wie kann man sich denn da verlesen? Ach so, Man's Lounge, ach so, ja, okay. Aber sieht echt geil aus da drin. Da wurde also vor 60 Jahren schon getanzt. Restaurant, komm, wir gucken einmal. Hier kann man das Schiff nochmal in Miniaturansicht sehen. Ein paar alte Ausstellungsstücke. Genau, 1959 bis 97 ist das Ding gefahren. Also so richtig gefahren. Ja. Schön, schön. Hier ist dann der... Oh. Guck mal. Eine Aussicht. Promenadendeck. Wow. Also hier ist eins der schickeren Restaurants hier an Bord. Ein paar Leute essen da auch. Und das hier war das Promenadendeck. Genau, und hier unten, wenn ihr da, also man sieht es sogar. Genau, und hier unten kommt gleich unser Wassertaxi an und bringt uns dann in die Stadt. Da vorne sind wir angekommen. Foto. Der Kapitän. Bitte einsteigen, Leute. Wir fahren. London. Guck mal, hier ist eine Terrasse. Sollen wir mal rausgehen? Was hast du da entdeckt? Irgendwas gedrückt. Ach, das war wahrscheinlich hier die Crew an Bord, ne? Ja, also ganz früher. Hier die Kirche. Nee, das ist vielleicht, das waren vielleicht die letzten Köche, 1997 so ungefähr. Oder das war dann vermutlich die erste Crew. Und ja, ja, spannend. So, boah, Wetter. Da ist sein Kranhaus. Aber es gab auch schon damals einen Pool, wobei der wurde natürlich auch jetzt renoviert oder vielleicht auch erst im Nachhinein drauf gebaut. Aber trotzdem geil. Also, muss auch sagen, mit eines der coolsten Hotels, wo ich jetzt in letzter Zeit war, definitiv. Mit so einem Ding fahren wir gleich. Würdest du hier reinspringen? Ich
schon sehr hoch. Ich bin ein kleiner Schissbuchse, was das angeht. Aber ja, mit Bauchklatscher geht mit das. Und hier haben wir die nice Skyline von Rotterdam. Auch schön. Ist eine geile Stadt. Hier das Schiff. Man kann sogar noch ein bisschen höher gehen. Ah, hier haben wir noch die Weinbar. Auch nicht schlecht. Aber wir gehen jetzt noch ein Stockwerk höher hier. Mal gucken, was noch kommt. Es gab auf jeden Fall mal ein Casino hier an Bord. Abhab Promenade Deck. Card Room, Library, noch ein Restaurant. Hier waren bestimmt damals dann immer so abends so Aufführungen, wie heute halt auch auf diesen großen Kreuzfahrtschiffen. Es ist schon geil, ey, wirklich. Ich habe hier richtig Spaß rumzugehen und das habe ich an sich sonst nie. Also zumindest nicht bei so geschichtlichen Sachen. Macht mir schon Spaß. Schaut euch mal diesen geilen Saal an. Tropic Bar, ja, die haben halt überall jetzt, womöglich auch geht, eine Bar reingeklatscht oder ein Restaurant, ne? Früher waren hier wahrscheinlich manchmal 3000 Leute gleichzeitig auf dem Boot. Hier arbeitet auch niemand gerade. Sorry, one Heineken, please. Hier geht's weiter, Grand Ballroom. Auch auf, ach so. Ja, hier darf ich wahrscheinlich gar nicht hin, ne? Egal, stell mal rein. Okay, auch geil. Ja, hier waren früher dann mal die Aufführungen. Bestimmt auch jetzt noch manchmal irgendwie. Ja, dann gehen wir wieder. Hast du was entdeckt? Ah, Card Room. Hallo und herzlich willkommen. Da wollte ich euch mein Business vor. zu mir erstmal, ich bin Luis Thiago, 27 Jahre alt, 17 Jahre. Stimmt schon, gar nicht. Self-made Unternehmer und das ist meine Idee. Was ist das? Das ist eine Strecke zwischen Rotterdam und London, ja, die durch Schlangen quasi produziert wurde. Okay. Unter der Erde. Mhm. Die haben die Tunnel gebaut. Mhm. Und das ist halt meine Idee, dass wir da jetzt das Ding einfach größer machen und dann per Zug nach London. Ey, das ist es, Mann. Warum ist da noch keiner vorher drauf gekommen? Wer ist? Ein bisschen Applaus. Ja, geiler Raum hier. Ich dachte, du bist jetzt draußen schon. Da hinten war so ein riesen Ballsaal, der hatte auf. Da war aber niemand. Kommt man hier raus. Ja, super. Kamera be making. Ach so, das ist das gleiche wie... Wow. Hoho. Auch nicht schlecht. Aber wahrscheinlich ist da hinten wieder das gleiche wie ein Deck unter... Ah, hier, guck mal, hier oben. Hier sind die Rettungsboote. Also hier wären bestimmt, das sind über 20 Meter, glaube ich. So, wir sind jetzt ganz oben. Eigentlich ist das gesperrt. Ist zu? Scheiße. Kapitän, jawohl. Ah, hier steht ja auch Crew only. Ach, das sind einfach ganz normale Zimmer. Ja, ja, ich glaube, wir haben jetzt das Wesentliche gesehen. Die haben hier auf jeden Fall nochmal eine extra Rezeption für die Decks hier oben, weil hier sind, glaube ich, die besseren Zimmer als unten, also noch schönere Zimmer, aber gut. Was ist hier? Ach, hier haben wir wieder die Rettungsboote. Executive Club, das ist wahrscheinlich von der Hotelkette. Hier kommt man rein, wenn man irgendwie so einen Status hat. Genau, hier gibt es Essen und so umsonst. Haben wir leider nicht. So. Sky Room. Hat der auf? Entry for invited guests only. Ja, okay, das sind wir ja. Hello, upstairs is closed. Ah. This whole deck is closed. Okay. Sorry. Thank you. Kleiner Nachtrag. Den Pool gab es früher auch schon, sah nur anders aus. Genau da waren wir eben. Ja. Wie alt ist dieses Foto? Das ist so, als wenn der tiefer wäre als jetzt. Ja, das stimmt. War ja vielleicht auch. Und die hatten alle Badekappen auf. Ich finde das so interessant. Und Leute, schaut mal hier. Hier sind alle Kapitäne aufgelistet. Einmal von hier 1959 bis ganz am Ende 1997. Kapitän BWF Boss. Was eine Geschichte, oder? Jetzt werden wir auf jeden Fall mit dem Wassertaxi abgeholt und in die Stadt gebracht. Hoffen wir mal, dass das klappt. Da kommt schon das nächste. So. Das ist aber was Feines. Ey, schon geil. Und das ist jetzt auch wirklich nicht teuer. Wir bezahlen 4,50 Euro pro Person und werden jetzt mit einem Boot in die Stadt gebracht. Ziemlich wellig. Leute, Rotterdam bei Night hätte man ja sonst gar nicht so vom Fluss aus gesehen. Mittlerweile wieder im Hotel in Rotterdam, waren wir echt nur kurz was essen. Es hat so in Strömen geregnet, man konnte eigentlich gar nichts machen. Hier jetzt auf jeden Fall wieder in unserer Kajüte. Gute Nacht, Leute. Was geil ist, die Bar hat hier immer noch auf. Wir haben mitten unter der Woche, es ist schon fast 1 Uhr.
Super. Und damit gute Nacht von der SS Rotterdam. Ahoi. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind aufgestanden, für uns geht's jetzt weiter. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Die Nacht hier war auf jeden Fall gut. Sind gut erholt. Jetzt geht's wieder aufs Fahrrad. Wir sehen uns gleich nochmal kurz draußen. Okay, fertig ausgecheckt. Für uns geht's jetzt weiter. Das Problem ist heute, es ist extrem stürmisch. Wir haben hier wirklich Sturm. Das wird ein Spaß. Trotzdem, cooles Hotel, kann ich jedem von euch nur empfehlen, das mal abzuchecken, falls ihr in Rotterdam sein solltet. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, es war ein bisschen abenteuerreich und ja, sehr interessant. Coole Idee auf jeden Fall von der Hotelkette, das hier einzurichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, abonniert gerne den Kanal. Wir kommen in Zukunft wahrscheinlich hin und wieder mal Hoteltests, sonst eher Fußballvideos. Aber schauen wir mal, ich nutze den einfach für alles, was mir Spaß macht. Haut rein, ciao.